Max Geiselhardt packt es an. 10 Tage bevor der Meiler gezündet werden kann, muss das Eschenholz fachgerecht gestapelt und abgedeckt werden. Dann ist es endlich soweit. Der Jungköhler kann seinen Meiler anzünden. Es fühlt sich schon wieder gut, mal wieder einen Haufen entzündet zum Hau. Und ja, jetzt können wir die nächsten 2 Wochen mal wieder im Waldhaus schlafen. Mit Grund. Es ist immer Volksfeststimmung im Haiinger Reisachwald, wenn die Köhlerfamilie Geiselhardt ihre Meiler anzündet. Am 3. Tag ist es schon viel ruhiger auf der Kohlplatte. Max und sein Onkel Norbert müssen alle 2 Stunden kontrollieren, ob das Holz richtig verkohlt und nicht etwa verbrennt. Also das, was da hinten so gut rausraucht, das ist alles Wasserdampf. Und wenn er dann mal dunkelblau ist, dann ist Rauch. Und noch sehen wir 2 rot, weil noch verbrennt dieser Kohl schon. Aber zum Teil siehst du ja gar nicht, was du machst. Dann muss man geschwind warten, bis der Wald wieder dreht hat. Und dann so wie jetzt gerade. Dann kann man es wieder sehen, dann kann man neu stechen oder auch nachstechen, dass wieder etwas rauskommt. Ja. Ob das nun wirklich so gesund ist? Es geht genug Köhler, die weit über 80 jetzt sind. Und die eigentlich keine großen Probleme haben. Also, Rauch wäre auch gesund, aber der Wasserdampf, ja, paar Destillate und so, die stehen aber vielleicht nicht ganz so gesundheitsfördernd sind, aber giftig ist auch nichts. Auch bei Nacht heißt es, alle 2 Stunden kontrollieren. Am 7. Tag früh um 6 schläft Max gerade eine Runde, während sein Onkel und sein jüngerer Bruder Bastian die Meiler kontrollieren. Es fühlt sich immer noch gut an, wir feilen mittlerweile ein paar Mütze Schlaf. Es fällt doch etwas schwerer, morgens aufzustehen oder nachts aufzustehen, immer nach den 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Aber ich fühle mich doch noch relativ fit. Bastian Geiselhardt ist 13 und hat schon seinen eigenen Babymeiler. Wenn man das sieht, wie das wird, dass man das auch. Dass es jetzt nicht von jetzt auf gleich Holzkohle ist, sondern wie das sich von Stadt erlauft. Also dass man zuerst Pfeife stechen muss oder zuerst klopfen muss und das ist halt das Interessante daran. Max träumt in der Hütte vielleicht von seinen Anfängen als Köhler vor 10 Jahren. Du musst weiter nach und ne? Ich habe es jetzt schon 2-mal gemacht, weil ich mal Köhler machen will. Den Traum hat sich Max Geiselhardt erfüllt. Am 8. Tag sind sie wieder zu dritt. Löcher stechen für den Wasserdampf und die Abdeckung festklopfen wieder und wieder. Ja, langsam wird man schon recht müde. Es ist eine rechte Umstellung. Und warum ist es trotzdem reizvoll? Ja, schon allein, weil es ein alter Beruf ist und weil das nicht jeder hat, 14 Tage lang. Im Wald zum Schlafen, ohne etwas zum Zahlen. Spannender Moment. Es wird langsam, jetzt geht es langsam los. Jetzt geht es ins Eingemachte. Am 10. Tag heißt es dann, den Meiler auseinanderziehen. Eine sehr staubige Angelegenheit. Wie wäre es eigentlich mit Mundschutz? Das ist alles gesund, was da rauskommt. Fürs Erste haben wir es mal geschafft. Jetzt haben wir mal eine Weile Pause, Gott sei Dank. Und sieht, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht aus. Schon allein, wenn man jetzt sieht, nach 10 Tagen Arbeit, dass da eine Platte komplett voll mit schöner, grauser Kohle ist. Das ist schon allein Reiz genug. Reich wurden die Köhler mit Holzkohle noch nie. Doch Max Geiselhardt geht es um die Familientradition, auch wenn sie anstrengend ist. Ab und zu gab es schon mal einen Tiefpunkt, aber jetzt etwas war mit noch mal retten können. Willst du es wieder machen? Auf jeden Fall. Gleich im August.